Wir laufen jetzt quasi hier einmal rum. Psst. Hey, du! Was Wer? Los? Ich? Genau du! Komm mal her! Gleich, ich muss vorher... Ich hab... Klar, wenn du mal... So, Wedge, was los? Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Ich frag mich halt, Schlösser öffnen wozu? Weißt du, aber wir können halt schleichen und Taschendiebstahl lernen, was ich noch nie vorher gemacht habe. Oder können wir hier gleich Taschendiebstahl lernen? Nee, da hat er gesagt, also müsst ihr nicht sehen. Ich will ein guter Taschendieb werden. Vergiss es. Ohne dass du schleichen kannst, wirst du niemals ein geschickter Dieb. Das ist aber halt auch gleich 20 Lernpunkte, ne? Also weiß ich nicht, ob ich das gerne möchte. Der tut einem gar nichts. Überhaupt nichts. Also, das ist wohl nicht fertig gemacht. Hi, wer bist du? Das geht dich einen Dreck an. Deine Fresse gefällt mir nicht. Also, theoretisch müsst ihr uns dann angreifen, das tut er aber nicht. Guten Tag. Ich hab klar. Du siehst. Bitte. Wie viele waren das jetzt? 3, 4, 5, 6. Ist auch ein bisschen unlogisch, ne? Ganz ehrlich, wenn man sich überlegt, ihr sagt, hier sind noch nicht alle auf den Geschmack gekommen. Im Grunde ist noch gar kein Bandit auf den Geschmack gekommen, weil man dem halt alle. Alle irgendwie. Ja, seid ihr vielleicht fertig? Mit eurem Wein. Du siehst aus. Guten Tag. Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Kann ich dir beibringen. Das ist aber keine Gefälligkeit, denn auch ich muss essen. Wie viel? Alles, was ich dir beibringe, kostet dich 50 Erz. Ich feilsche nicht. Also hier lernt man auch ein bisschen was und kann mit ihm tauschen. Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Er kauft alles. Herzbrocken. Unsichtbare. Sehr gut. Die Blutfliegen. Das ist wichtig. Weil damit kann man was lernen, zusätzlich von den Blutfliegen was abzunehmen. Genau. Dann nehmen wir das bitte einmal. Es gibt hier einen Bug. Ich kann quasi alle Händler verprügeln und kann ihnen dann alles abnehmen, was sie haben. Ich finde das aber sehr unfair. Also es macht theoretisch Sinn, aber in anderen Spielen ist es ja nicht so, dass wenn man halt den Händler platt macht, dann hat er halt nur sein Zeug dabei, aber meistens nicht unbedingt alles. Das war ursprünglich hier auch so, aber aus irgendeinem Grund ist durch die Patches hier ist halt irgendwas schiefgelaufen und jetzt kann man das machen. Und wie gesagt, auch das mit dem Erz, normalerweise sollte das nicht so langsam sein, aber ich kann nichts machen. Guck mal hier, Weintrauben, schick, wa? So, und der hat auch einen Bogen, aber es ist auch kein besserer Bogen als sonst. Den können wir aber sofort tragen, weil der halt wirklich nicht viel Geschicklichkeit benötigt. Und
Wir starten ja mit weniger durch den Ring, bekommen wir halt mehr. Den Ring müssen wir natürlich irgendwann wieder abgeben. Irgendwann. Nicht unbedingt jetzt. Wir brauchen ja zurzeit erstmal alles. Und ich will halt warten, bis du dich entschieden hast, wo wir eigentlich hin sollen. Deswegen geht es eigentlich jetzt erstmal darum, dass du alles kennenlernst und mir dann Bescheid sagst. So, dann haben wir wieder einiges. Ja, ja, ich will hier schon bei den Waffen bleiben, weil ich habe hier so einiges an Zeug rumliegen, was ich echt nicht brauche. So, 4 wollte ich dir nicht geben. 86, was hast du denn noch? Wenn du meinst. 622. Ja, komm, ist doch scheiße. Annehmen. So. Dann wieder ganz nach unten. Gerade, wir haben so viel Zeug, ey. Das ist nicht normal, echt nicht. Das gleiche ist mir nämlich tatsächlich bei Silas passiert, weil er eigentlich theoretisch auch ein Händler ist, habe ich ihm quasi auch alles irgendwie genommen, was er mal hatte. Das können wir tragen, das halt alles eher noch nicht. Wir haben jetzt halt noch 5 Geschicklichkeitspunkte. Aber immerhin haben wir einen Bogen. So, jetzt würde ich gerne eine höher, bitte. Swap! Kommen wir hier hoch? Nee, kommen wir nicht. Okay. Dann klettern wir eben von hier. Ja, ganz entspannt. Ich dachte, das wird schon lange gehen. Okay. Auf jeden Fall lernen wir hier gleich was von jemandem, was ganz, ganz wichtig ist. Ich hab. Du siehst erst an. Jo. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Du lernst, dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern. Viel Glück! So, jetzt können wir nämlich das da. Hui! Ganz toll springen können wir jetzt. Ich hab klar. So, das Schöne ist, wir müssen halt jetzt hier nicht nur die 10 Erz können wir nicht nur verteilen, sondern wir können tatsächlich alles verteilen, was wir haben. Also, das spielt keine Rolle. Erstmal abwarten. Du siehst Schwuppischwupp. Und die du siehst da viele Banditen zum Umliegen. Du siehst auch. Und einfacher als hier geht es tatsächlich nicht. So, die beiden sind unfreundlich. Wer bist du? Sharky, hallo. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Mhm. Aha, was hat die denn da alles dabei? Sehr interessant. Hm. Ja, dann holen wir uns da natürlich auch wieder was. Und wir nehmen auch gleich die Dietriche mit, weil irgendwas muss ich denen ja anbieten, ne? Damit ich die dämlichen Schwerter loswerde, weil das ist echt anstrengend. Sehr blockierend. Es tut mir auch voll leid, dass es immer so lange dauert. Es sollte eigentlich nicht so sein, aber ne, so ist das Leben. Genau, aber dann können wir jetzt eben nach vorne gehen und er hat uns ja gesagt, dass wir verschiedene Sachen haben können. Seine Stimme ist mir egal, die ist nicht wichtig, aber er bietet uns auch mehrere Zauber an. Und diese Zauber sind wichtig, damit wir diesen anderen Baal beeindrucken können. Läppische 500, ey. So, müssen wir erstmal hier ein bisschen hoch und dann gebe ich dir erstmal hier ein bisschen was. Zack. Und hoch die Tassen. Das ist aber auch viel, mein Gott. Da haben wir es. Tada. So.
Genau, dann rutschen wir jetzt ja mal runter. Ich freu mich, in seiner Haut will ich trotzdem nicht. Flupp. Hallo. Ich habe das Kraut verteilt. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Die Spruchrollen interessieren mich. Was sind das für Sprüche? Windfaust, Charme, Telekinese, Pyrokinese und Schlaf. Von diesen Sprüchen darfst du 3 wählen. Ich nehme die Spruchrollen. Eine gute Entscheidung. Wähle 3 aus. Das waren 3. Verwende sie weise. Oh ja. Sehr weise. So, und jetzt können wir nämlich dem anderen Kollegen dort Bescheid sagen, dass er ein Problem hat. Denn dieser Bale hat uns ja gerade gesagt, findet er nicht so gut. Er hat Quarkolumn schon mal einen Brief geschickt. Jetzt wird er sich das überlegen. Ich dachte, war doch klar, dass das... So, Kollege. Ich sagte was. Du hast ein Problem. Balkagan will dafür sorgen, dass du ersetzt wirst. Was? Beim großen Schläfer. Ich muss das Zeug loswerden. Manche lernen eben gar nichts dazu. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Nee, Mann, ich schaff das schon noch. Was? Nein? Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Ein bisschen mehr betrunken machen. Ich halt mich da lieber raus. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Oh Mann, ich muss das Zeug loswerden. Du willst mich doch nicht übers Ohr hauen, oder? Ich geb dir mein Wort. Gut, hier ist das Zeug. Du müsstest mindestens 400 Erz dafür kriegen, also 200 für jeden. Bin die ganze Zeit hier. Wenn du das Erz hast, komm zurück. Weißt du, wer größere Mengen abnimmt? Wenn ich das wüsste, wäre ich selber losgegangen. Jetzt, wo ich das Zeug los bin, fühle ich mich schon viel besser. Und das ist halt der Typ, der nimmt das dann direkt. Ich habe das Kraut verkauft. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. Ich dachte, das wäre schon eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Wahrscheinlich hast du eine Geschichte. Ja, die 200 hole ich mir natürlich zurück, Kollege. Das ist die Baller. Nimm die Waffe runter. Du weißt. Er hat genug. So alles, was er hat. Naja, den Rest habe ich ja jetzt. Ne? Früher wäre das ganz anders gelaufen. Und so kommt man gut an viel Erfahrungspunkte. Und die haben schon mal wirklich eine schöne Menge. Das Schöne ist, Freunde, wenn man genug Erz hat, kann es passieren, dass wenn man den Kampf verliert und dann der Kollege vorbeikommt, um dir dein Zeug abzunehmen, kann es gut sein, dass er es nicht schafft. Also, dass er sagt, oh Mensch, du hast ja gar kein Erz dabei. Ja doch, habe ich eigentlich schon, aber kann er nicht entgegennehmen. Und... Verlass dich auf jemanden, ich höre nicht verlassen. Das ist ja, Faden verloren. Cypher, hallo. Schreide mit dir. Lass uns handeln. Was willst du haben? Eigentlich nichts mehr von dir. Nee, eigentlich nichts mehr. Aber wir haben jetzt halt extrem viel Zeug zum Handeln. Da kann man nichts mehr sagen. Genau. Jetzt gehen wir noch zu einem wichtigen Freund. Jetzt kommen wir nämlich gleich viel schneller voran. Die bringen sich erstmal schnell an in Position, hast du gesehen? So, und zwar reden wir. Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind. Also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfe ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold.
kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss. Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Bis später. Gut. Shrike sollen wir reden. Also, mit dem Kollegen hier. Ich halte mich da lieber raus. Erstmal sollte ich vielleicht mich heilen, dann weiß ich nicht. Jab, 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 jab. So eine Riesenpflanze, ey. So, hallo. Du kannst deinen Hammer gerne mitnehmen, aber. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Langweiliger Kampf. Der hat gesessen. Der Kampf ist entschieden. Was ein Trottel. Wir hätten auch ruhig über die Sache reden können, aber du wolltest ja nicht. Jetzt schweben da die zwei Hammer für alle Ewigkeit. Nisch. Nisch ist immer gut. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Oh, ich helfe dir gleich ein Stückchen weiter. Du hast da drinnen nichts zu suchen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Gerne. Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Ich sprech dich gleich, Alter. Piesel dich. Was ist da drin? Nichts verloren. Ich glaub's ja nicht. Mal gucken, ob Gaun das interessiert. Ja, lass dir Zeit, Bruder. Man muss eben aufpassen. Hallo? Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Bis später. Geh zur Seite! Ja! Schrei mir nicht so an, ich bin sensibel. Also hier sind halt wirklich die harten Kerle. Das ist Tarloff. Wer bist du? Ich bin Tarloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Ja, Mensch, Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen, das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Laris und seinen Jungs gutstellen. Wenn du einen Tipp willst, Junge. Klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. AKA Prüfung des Vertrauens. Also super Tipp, genau das. Kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Wie gesagt, das ist dann deine Entscheidung. Genau, und wir können jetzt entweder noch die ganzen Leute hier aufmischen. Wir können zu Laris gehen. Wir können zurück ins Lager. Was könnten wir machen? Ja, ich überlege, was der klügste Teil ist, aber ich glaube... Gut ist erstmal ein paar Leute hier Platz zu machen. Das macht den Kopf frei. Wenn ich alle platt gemacht habe, dann sehen wir uns auch wieder. Bis dahin! Thank you.
hours later. Jo. Das hätten wir erstmal so erreichen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.